Herzlich willkommen zurück zu Raft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir sind hier immer noch bei dieser Baustelle, wo wir jetzt festgestellt haben, dass hier doch mehr ist als gedacht. Es ist nicht nur oben, hier ist auch einiges unter Wasser. Wir mussten uns leider zurückziehen, da wir nichts gesehen haben. Hier müssen wir irgendwie rein. Die Frage ist, wie? Einmal sind wir gestorben, weil da drin Stacheln waren, was ich nicht wusste. Wenn wir uns erstmal umgucken. Irgendwo kommen wir hier garantiert weiter. Die Frage ist natürlich, wo? So, und ich weiß auch noch nicht, was das G für Gustav hier bedeutet. Runter kommen wir jetzt nicht, wie ich gehofft hatte. Aber wir vielleicht eine Seite oder so ins Rohr rein. Mäh. Aber irgendwo muss hier ja noch was sein. Da ganz unten hatten wir ja schon geguckt. Das möchte ich jetzt gerne mal hier gucken. So, auf jeden Fall hatten wir da hinten ja, wo wir gestorben sind, auch noch die Stacheln. Da war eine Tür, die allerdings von der anderen Säule verschlossen ist. Das heißt, es muss ja auch noch irgendwie auf die andere Säule gehen. Irgendwo da drinne ist der Kronschlüssel. Die Frage ist natürlich, wo genau und wie kommen wir da hin? Anders sagen, dass die Inseln oder allgemein die Storygebiete immer labyrinthartiger werden und so weiter man kommt. Kommt einem zumindest ein bisschen so vor, ne? Oh, wir füllen mal kurz Sauerstoff auf. Das ist sehr schön. Ich sehe hier nichts weiter. Ich meine, hier oben ist noch was, aber da waren wir ja drin. Ich glaube, ins Rohr komme ich wirklich nur dadurch, wo die Quallen sind. Aber ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung habe, wie ich die Quallen da wegkriegen soll. Und hier hatten wir auch alles durchforstet, oder? Hier unten auf jeden Fall, das geht da vorne wieder raus. Hier ist auch nichts weiter, das geht da auch wieder raus, oder? Naja, hier waren wir auch schon. Und hier oben... Hier geht es noch durch die Wand, aber ich glaube, da waren wir auch schon. Ja, hier ist auch wieder G für Gustav. Ne, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Sehr schön, da ist auch noch was. Aber hilft uns auch jetzt im Moment nicht wirklich weiter. Hier geht's auch nochmal hoch. Moment. Aber hier ist auch nur so ein Raum, wo nichts ist. Okay. Das Problem ist, wir können hier unter Wasser natürlich nicht wirklich einen Helm aussetzen. Also eine Lampe. So, ist hier noch was? Meh. Weil uns sonst der Hai frisst. Was ist das Doofe bei der Sache? Und es wird halt so schnell dunkel, ne? Okay, hier in dem Raum waren wir definitiv noch nicht. Das ist ein alter Gabelstapler, der dürfte etwas abgesoffen sein. Hier ist auch noch was. Hier waren wir schon, oder? Ja, ja, hier waren wir schon. Hier ist aber auch noch was. Hier kommen wir aber auch nicht wirklich weiter. Gut. Da drin waren wir eben auch. Hier ist noch was. Boah, ziemlich konfus hier. Gut, das bringt uns hier auch nicht viel. Es wird schon wieder Nacht, ne? So, hier haben wir auf jeden Fall noch irgendwas. Ich stecke hier fest. Kommen wir nicht raus? Warum nicht? Da ist Scheibe vor, oder was? Anscheinend. War nichts von zu sehen, du. Jetzt. Nicht. Okay, anscheinend... Ah, das backt vor rum. Da sind Glasscheiben vor. Man sieht sie bloß nicht.
Okay. Hier ist aber auch noch jede Menge. Hier waren wir aber, glaube ich, auch schon. Aber nicht überall, ne? So, warte mal, kurz Sauerstoff auffüllen. Dann gucken wir uns hier nochmal um. Muss ja irgendwo weitergehen. So, hier ist nur der große Raum. Okay, dann gucken wir hier oben nochmal. Ne, okay. Hätte ja sein können, ne? Hier ist aber auch kein Loch in der Decke oder so, wo man durchkommt, ne? Mäh. Gut, da ganz unten ist auf jeden Fall noch was. Waren wir da schon? Nicht, dass ich wüsste, oder? Hier ist auch wieder G wie Gustav. Okay. Wir können hier kurz auffüllen. So. Ich glaube, wir müssen hier auch lang. Ja, da ist auch nichts weiter. Naja, oder auch nicht. Hier brauchen wir wieder irgendeinen Schlüssel. Nur die Schlüssel zum Großlager. Ja, super. Okay. Okay, Kranschlüssel, Schlüssel zum Großlager. Das ist sehr schön. Und dann gucken wir mal hier unten rein. Hier ist anscheinend noch mehr. Oder auch nicht. Und da ist ja auch noch so eine Röhre da unten, ne? Aber gucken wir uns erstmal hier weiter um. Irgendwo muss hier ja was sein. Okay, aber hier kommen wir auch rein. Man, sehr viel Schutt hier. Wahrscheinlich waren das hier mal Baustellen. Hier sollten wahrscheinlich Häuser gebaut werden. Dann kam die große Überflutung. Ist auch wohl keine... Oder? Ne, keine Stacheln. Gut. Gut, gut. Ich passe jetzt auf Stacheln. Da kommen wir auch nochmal rein. Ist aber auch nur so ein leerer Raum hier. Gut. Naja, hier muss man ja irgendwie reinkommen, ne? Die Frage ist, wie? Also von hier nicht, ne? Ne, ne. Man sieht da zwar die Röhre, die ist hier hinter der Wand. Aber das bringt uns ja aktuell nichts. Ne. Wie kommen wir zur Röhre? Wahrscheinlich durchs Lager. Wo finden wir die Schlüssel fürs Lager? Na gut, durchbacken kann man sicher nicht. Sehr schön. Ich glaube, hier noch weiter tiefer ist nichts mehr, ne? Memme. Hier steht das nur noch auf Stilzen. Hier waren wir ja drin. Da oben waren wir drin. Ja, ja. Hier, das ist der Raum, wo wir drin waren, ne? Ah ja. Sah erst so aus, als geht's hier vielleicht noch irgendwie unterirdisch weiter. Aber offenbar nicht. Memme. Gut, ich sauf gleich ab. Da kommt Freude auf. Hier ist auch nichts weiter. Jo, jo, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich suche ja schon so einen Sauerstoff-Dingsbums. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, yo, yo. Hier war doch irgendwo eins in der Nähe. Ah, verdammt nochmal, wo ist es denn jetzt? Okay, einmal auftauchen, wenn wir es schaffen. Was ich bezweifle. Oh, oh. Leben geht schon runter. Sauerstoff! Uff. Okay. Okay, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wo wir hier den Schlüssel finden.
Und die Flasche wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Jut, das ist eine gute Frage. Aber hier bei dem Gebäude gibt es hier unten auch keinen Eingang mehr, oder? Dass wir vielleicht von der Seite hier rein müssen? Glaube ich nicht. Aber geguckt hatten wir hier ja auch schon. Ich sehe hier auch nichts weiter. Im Grunde genommen ist es momentan nur suchen, den richtigen Weg finden. Man sieht hier ja nichts vor lauter Wasser. Ich will noch einmal kurz so rumgucken, ob hier irgendwo auf dieser Höhe in dieses Gebäude ein Eingang ist. Sieht aber ehrlich gesagt nicht danach aus. Nur, dass es sehr, sehr dunkel hier ist. Ich vermute mal, wir haben wieder Nacht. Aber das kann man ja nicht ändern. Ich kann doch nicht für jede Nacht jetzt wieder zum Fluss zurück. Das geht auch nicht. Und an diesen Stromquallen komme ich mit ziemlicher Sicherheit nicht vorbei. Und ich habe keine Lust, nochmal zu sterben. Nee, nee. Hier ist definitiv kein Weg rein. Was habe ich denn übersehen? Gute Frage, ne? Nächste Frage. Jetzt haben wir definitiv Nacht. Ich gucke ja auch schon, ob hier irgendwo ein Loch in der Decke ist, dass man von da vielleicht hochschwimmen kann oder so, oder runterschwimmen kann, aber ist nix. Und man sieht mal wieder nix. Absolut nichts, okay. Ah, die Nacht kommt hier viel zu schnell im Spiel. Man sieht einfach nichts. Gut, tauchen wir einmal kurz auf, bevor wir hier gleich absaufen. Ich finde hier im Dunkeln sowieso jetzt nicht die Finster. Aber irgendwo muss es ja reingehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Die Frage ist nur wo. Sehr schön. Auf jeden Fall kommen wir von hier oben nicht weiter. Und hier unten sehen wir nichts. So, aber hier habe ich ja auch schon so ziemlich alles durchgeguckt. Ah, obwohl. Von der anderen Seite verschlossen. Na super. Ich dachte, jetzt komme ich mal weiter. Es ist verschlossen. Okay. Was ist denn das hier? Ich glaube, das hier ist nur zum Luftholen, aber... Naja, gut. Ich dachte, man kommt vielleicht oben weiter. Aber unter Durchtauchen unter den Rohren ist wohl nicht möglich. Zumindest sehe ich hier nichts. Nee, hier hängt man diesem Gestell fest. Man kommt nicht unterm Rohr durch. Dann müsste man durch die Tür. Die ist natürlich von der anderen Seite verschlossen, ne? Okay. Welche? Aber gibt's hier denn zumindest vielleicht... Was ist das da? Ja, diese Stromquallen. Die sich bewegen. Okay. Hier gibt's... Okay, warte, ich guck gleich da mal bei den Stromquallen. Das ist das Rohr, aber da oben sind auch welche, sehe ich. Die sich bewegen. Vielleicht kommen wir, wenn man schnell genug ist, da durch. Ah, sieht doch nichts aus. Ich wollte gucken, was man vielleicht auf die andere Seite kommt. Das hat doch was zu bedeuten hier. Oder? Benötigt 4 Teile des Scheinwerfers. Hat man hier nicht alles braucht? Na, okay. Hier scheint jetzt auch nicht so wirklich. Hier, das Ganze ist größer als gedacht und größtenteils unter Wasser, wo man so super schön toll sieht.
Nämlich gar nicht. Je. Dass die, ne, da ist doch ein Scheinwerfer, was da leuchtet. Da muss ich da oben rein. Kann das sein? Ich glaube, ich muss da oben rein in das Loch. Bitte bewegt euch mal auseinander, bevor mir hier der Sauerstoff ausgeht. Genau. Sehr schön. Hier ist auf jeden Fall ein Hinweis. Corona Point has all too many holes in it. It makes it easy to move unnoticed. Today, I nicked a hammer. Yesterday, I took some dried meat from the foreman's stash. It's less fun taking food, since it spoils eventually. The watch I got from the loudmouth driller was way more exciting. I want to grab something even better tonight. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall hoch, wie es aussieht. Hier liegt auch noch was. Schrott, okay. Ich dachte, da liege ich jetzt ein Teil. Dann haben wir hier ein bisschen Sauerstoff. Da ist auch noch ein bisschen Müll. Ich glaube, jetzt kommen wir langsam. Hier ist auch wieder G wie Gustav. In die richtige Richtung. Hier kommen wir auf jeden Fall hoch. Ist eigentlich auch ganz schön, zur Abwechslung mal aus dem Wasser rauszukommen. So, dann können wir den Haikopf mal kurz runternehmen. Und ich, jetzt kann ich mir eine Lampe bauen. Lampe? Man sieht hier sonst nichts. So. Wir müssen auf jeden Fall erstmal einen Schlüssel finden. Na, Rade hier? Nicht? Oh, schade. Gut, eine raude Melone auf jeden Fall. Sehr schön, sehr schön. Hier ist nichts weiter. Kommen wir hier durch? Ja. Da? Auch? Gut. Keine Ratten hier? Ja gut, wie sollen die hinkommen? Die Ratten werden wohl kaum tauchen, ne? Toll, er hat so einen Schrott. Irgendwas war hier doch gerade. Was die Tür. Entsorgen. Dort wohne eine Schaufel. Okay, Schaufel findet man hier doch nicht ohne Grund, oder? Gut, von da gummen wir, denn hier kommen wir nicht drin. Hier kommen wir aber ran. Gut. Gut. Bis jetzt sehe ich nichts. Da kommen wir her. Wir gehen hier Stück für Stück durch. Dort ist das Board. Klo ist nichts. Ob das Klopapier ist noch trocken? Das ist wichtig. Wer will denn schon feuchtes Klopapier? Ist nix. Meh. Gut. Hier liegt noch was. Ich meine, man findet ja jede Menge Material hier. Das ist ja gut und schön. Aber weiter bringt mich hiervon jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Teil eines Scheinwerfers. Okay. Aber die brauchen wir mal vier, ne? Gut, dann sind die hier nicht ganz so unwichtig. Was sind die Türen? Aber von vier war hier nur einer. Das ist nur die dicke, ne? Da kommen wir auch gar nicht rauf. Wie gesagt, an diese Tür kommen wir gar nicht rein. So, bevor ich jetzt verduste wurde, ne? Hier waren wir ja auch schon drin. Ich gehe nochmal durchgucken. Sicher ist sicher. Nicht, dass ich hier jetzt... Das kommt ja leider gelegentlich mal vor. Ich glaube, da liegt das nämlich. Scheinwerfer übersehen, ha? Das wäre doof. Der müsste hier nämlich nochmal hin. So, ja gut, den hätten wir zumindest schon mal zwei. Sehr schön. So. Hier kommen wir nicht rein. Dann müsste ich hier auch nochmal gucken. Nur sicherheitshalber noch einmal kurz durch, ob hier so ein Scheinwerfer teil liegt.
Weil ich glaube, das wäre zu viel des Guten, wenn hier alle vier wären. Hier muss es irgendwo nochmal Wohnung geben. Die Frage ist, wo? Gut, ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Sieht ehrlich gesagt nicht danach aus. Aber hier unten sind ja auch noch Wohnungen. Oh, warte mal. Weiß nicht, ob der Hai hier hinkommt, ehrlich gesagt. Aber sicher ist sicher. Hm, was ist denn das für einer? Auf jeden Fall nichts Gesundes. Sag ich doch, auf jeden Fall nichts Gesundes, du. Ich dachte, der lebt noch. Okay. Was ist denn das? Angelfischkopf. Okay, okay. Aber gibt auch Fleisch. Sehr schön. Schnell, die Viecher, ne? Mhm. Mich würde es nicht wundern, wenn hier ehrlich gesagt tatsächlich noch die Teile sind für den Scheinwerfer. Sauerstoff? Nee, ne? Nee. Und hier würde es mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn da Pufferfische mit zwischen sind. Auch wenn ich keine sehe. Treibstoff. Okay. Gut, hier ist anscheinend nichts. Nö. Aber wir haben hier noch eine Tür. Irgendwo war noch eine, die hatte ich eben gesehen. Genau da. Ich will nur einmal kurz. Ja, genau. Sauerstofftank. So viel Zeit muss sein. Da kommen wir auch noch rein. Nur mal abgesehen davon. Oh, jetzt ist mir hier. Was ist das? Bad. Okay. Hier ist nichts, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nichts ist. Hier war dieser ekelhafte Anglerfisch. Hier muss was sein. Wo ist denn das Schlafzimmer? Und das hier, ne? Aber hier ist nichts. Der Fisch ist doch nicht umsonst hier. Hm. Gut, 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 gut. Wir haben auf jeden Fall hier noch eine Tür und da ist auch noch eine Tür. Die geht nicht, aber da ist noch eine. Da ist schon wieder der da. Gut, die brauchen genau wie die Pufferfische 4 Fäule. Wir sind aber allerdings ein bisschen schneller als die Pufferfische. Hier liegt auf jeden Fall ein Teil. Da hätten wir 3. Aber wo ist denn der 4. Hinweis ist hier. Talking about me this morning. They call me the grabber. It's growing on me. I moved my cache. It's higher up now, on a new floor, right under their noses. The foreman complained about the lack of cameras. Like that didn't matter. I wouldn't get caught even if the walls had eyes. I'm starting to get good at this. Okay, wie es aussieht. Ja, da schwimmt ein Fisch durch die Luft. Alles klar. Ist hier oben auch noch was zu holen. Auf jeden Fall haben wir 3 Teile. Das ist schön, das ist schön. Diese Anglerfische machen mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Mich hat zwar bis jetzt noch keiner erwischt, aber ich habe das Gefühl, die machen übelst Schaden, wenn sie einen erwischen. So, den. Kommen wir mal hier hin. Das ist doch das Board. Hier ist eh nichts zu holen. Und da. Ist auch nichts. All diese Bojen hier, die haben doch bestimmt was zu bedeuten.
oder? Und hier komme ich nicht durch, oder? Nein. Oder bedeutet es einfach nur, da gibt es Sauerstoff? Das kann es natürlich auch haben. Es fehlt auf jeden Fall noch ein Teil, wenn ich mir jetzt richtig mitgezählt habe. Ja, wir haben drei davon. Und da drei Stück hier waren, ist garantiert auch das vierte hier irgendwo bei den Wohnungen. Da wir oben, wo es trocken ist, zwei hatten, vermute ich auch mal, dass hier im Wasser zwei sind. Die Frage ist nur, wo? Ich habe den ehrlich gesagt nicht gesehen. Und hier kommen wir nicht drin. Da oben kommen wir wieder zum Trocknen. Das ist nur der Fahrstuhlschacht, der geht nicht höher. Den gucke ich nochmal hier durch, wo wir hier einen gefunden hatten, bloß bei den anderen eben nicht. Seegras in der Badewanne. Das neueste Trend, das wollte immer schon mal jeder gehen, ne? Na, hier ist partout nix. Die Fische haben sich's hier gemütlich gemacht, ja. Hier ist nochmal so eine... Welches hier ja war's? Und umgucken kann man sich, ja? So, Fehmarn, na, das bringt mir nichts, weil wir kommen hier nicht durch, ne? Wir kommen hier partout nicht durch, da glaube ich auch nicht. Aber hier. Ich sehe hier aber auch nichts, ehrlich gesagt. Meine Vermutung ist ja, dass da, wo die Tür verschlossen ist, ich von hier oben irgendwo reinkomme. Aber, dann ist die Frage, das ist das ganze Labyrinth hier, hier kommen wir nicht durch. Wie wir da hinkommen? Hier kommen wir auch nicht durch, ne? Nee. Ich habe das Gefühl, dass ich die Bojen wirklich alle abklappern muss und die richtige Boje finden muss, um hier oben weiterzukommen. Also kann auch sein, dass ich mich jetzt gewaltig täusche. Aber das wäre zumindest eine Vermutung. Na, guck mal. Guck mal. Warte mal. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Okay. Es ist klar. Nee, nochmal runter. Weil hier kommen wir auch nicht durch, ne? Nein. Wir sind hier auf dem Flur. Will hier nochmal kurz gucken. Ich hoffe, die Fische spawnen nicht nach. Da bin ich mir nicht so sicher. So, hier kommen wir definitiv nirgends wo durch. Da auch nicht? Nee. Ich meine, vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht ist das hier wirklich nur zum Luftholen gedacht. Aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Hier ist auf jeden Fall auch noch was. Hier kommen wir aber auch nicht durch, ne? Ich vermute mal, dass ich den Scheinwerfer anmachen muss, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass ich ins Rohr komme. Vielleicht täusche ich mich aber auch. Gut, das ist eine sehberechtigte Frage. Oben haben wir zwei gefunden, hier im Wasser nur einen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch einer im Wasser ist. Bis wo? Die Decken habe ich alle durch. Hm. Ja, dass ich da irgendwie reinkomme von oben. So in etwa hatte ich das gedacht. Aber wenn ich jetzt mal hier so genau betrachte, wird hier auch nirgends so ein Weg runter, ne? Ne. Gut. Hier kommen wir... Nee, hier kommen wir nicht durch. Kann das sein, dass ich da von außen vielleicht rein muss? Oh, das wäre übel. Das wäre übel. Aber möglich ist alles hier im Spiel. Okay. Nee, aber das werden wir sehen. Wir sind für heute erstmal am Ende. Wir werden den schon finden.
So, bis jetzt ganz interessant. Auch wenn es nicht einfach ist, hier was zu finden. Aber das werden wir finden. Wir müssen sowieso einmal zum Fluss zurück. Uns geht da Trinken und Essen aus. Da müssen wir ein bisschen Naschu besorgen. Und dann können wir auch gleich von außen gucken, weil hier drin haben wir ja nun wirklich alles durch. Also, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Morgen geht's hier definitiv weiter. Bye, bye.